Industrieroboter stehen normalerweise hinter einem Zaun. Das heißt, der Bediener steht vor dem Zaun, der Roboter arbeitet in dem Zaun. Beide sind sicher getrennt. Aber zum Einrichten des Roboters muss der Bediener in den Zaun hineingehen und ist damit anderen Gefahren ausgesetzt. Das heißt, der Roboter muss anders im Zaum gehalten werden, damit der Bediener sicher seinen Teach-Vorgang betreiben kann. Bedenken Sie bitte dabei, dass ein industrieller Roboter mit ca. 1 g, also fast 10 Meter pro Sekunde Quadrat, beschleunigt. Roboter kennen verschiedene Betriebsarten. Die erste Betriebsart T1, manuell bei reduzierter Geschwindigkeit, bei der der Roboter maximal 25 cm pro Sekunde verfährt. Daneben gibt es die Betriebsart T2, manuell hohe Geschwindigkeit, bei der der Roboter mit einer maximalen Geschwindigkeit fährt. In beiden Fällen ist die Bedienperson durch eine Zustimmeinrichtung geschützt. Nach meiner Kenntnis sollen am Markt Roboter existieren, die in der Betriebsart T1 nur über eine sichere Zustimmschaltung und nicht, wie vorgeschrieben, über eine sicher reduzierte Geschwindigkeit verfügen. Sie bedienen damit einen Roboter mit sicherer Zustimmschaltung, aber ohne sicher reduzierte Geschwindigkeit. Im Folgenden können Sie die Distanz testen, die der Roboter im Fehlerfall der nicht sicheren Prozesssteuerung zurücklegen würde. In der folgenden Sequenz, als Anleitung jetzt für dieses Video, legen Sie bitte einen Finger auf die Maustaste oder Ihre Leertaste, um damit das Video zu pausieren. Sie werden dann sehen, dass ein Achtungsschild blinkt für eine bestimmte Zeit. Roboter fängt an, sich zu bewegen. Sobald Sie sehen, dass der Roboter sich bewegt, drücken Sie die Maus oder die Leertaste, um den Roboter rechtzeitig anzuhalten. Als Ergebnis sehen Sie jetzt, wie weit der Roboter gefahren wäre, bis Sie in der Lage gewesen sind, den Roboter anzuhalten mit Ihrem Zustimmschalter. Starten Sie danach das Video erneut, um den nächsten Test durchzuführen. In der Fachliteratur finden Sie Reaktionszeiten und diese sollten sich bei Ihnen in einem Bereich von 0,2 bis 0,4 Sekunden bewegen. Diese Zeiten gelten allerdings nur, wenn Sie auf ein bestimmtes Ereignis, nämlich die Bewegung des Roboters, warten, so wie hier im Video demonstriert. Nur, das ist nicht unbedingt die reale Situation. Deshalb können Sie den Test jetzt verschärfen, wenn Ihnen eine andere Person gleichzeitig einfache Rechenaufgaben stellt oder Sie auf andere Art und Weise ablenkt, so wie es eben im normalen Betrieb beim Teachen passiert. Die nächsten Tests werden schwieriger und damit aber auch realistischer. Jetzt folgt die Anleitung für den nächsten Test. Bei diesem Test pausieren Sie das Video erst, wenn der Roboter sich gefährlich bewegt. Sehen Sie nun, ob im Fehlerfall der Prozesssteuerung ein Abstand von 1 Meter ausgereicht hätte, damit der Roboter Sie nicht trifft. Starten Sie anschließend das Video erneut. Und haben Sie Glück gehabt? Konnten Sie den Roboter rechtzeitig stoppen? Dann geht es jetzt zum nächsten Test. Bei diesem Test soll der Roboter eine Kiste ergreifen. Seine Geschwindigkeit ist nur über die Prozesssteuerung reduziert. Sobald der Roboter sich schneller bewegt als diese Prozessgeschwindigkeit, müssen Sie den Roboter stoppen. Sehen Sie jetzt,
ob im Fehlerfall der Prozessstörung ein Abstand von einem Meter ausgereicht hätte, damit der Roboter Sie nicht trifft. Starten Sie anschließend das Video erneut. Und haben Sie rechtzeitig reagieren können? Sie werden sicherlich gemerkt haben, dass es nicht so funktioniert, wie Sie sich es vorstellen würden und dass der Roboter vielleicht doch schneller ist, als Sie schalten können oder sich von der Gefahrstelle entfernen könnten. Deshalb achten Sie beim Einkauf eines Roboters oder des Bearbeitungszentrums auf eine sicher begrenzte Geschwindigkeit oder im Fachjargon SLS, Safety Limited Speed. Nur wenn die reduzierte Geschwindigkeit sicher überwacht ist, darf der Bediener den Arbeitsraum betreten. Im Betrieb T2, manuelle hohe Geschwindigkeit, ist ein Betreten des Arbeitsraums nicht zulässig. Deshalb die Anwahl zwischen T1 und T2 muss sicher unterschieden werden. Worauf basiert das alles, was wir eben gerade gezeigt haben? Einmal auf rein physikalischen Gesetzen. Geschwindigkeit ist Beschleunigung mal Zeit. Der Weg, den der Roboter zurücklegt, ist Beschleunigung mal T² halbe, weil wir gehen von einer gleichmäßig beschleunigenden Bewegung aus. Die nächste Quelle ist eine europäische Rechtsvorschrift, die Maschinenrichtlinie 2006/42 EG, die Ihnen bekannt sein dürfte. Eine weitere Quelle finden Sie in den harmonisierten Normen, ihren ISO 10218, Teil 1 und 2. Weitere Aussagen zu diesem Thema finden Sie in der DGUV-Information 209.074 und hier im Abschnitt 4.1.1. Der Geschwindigkeitswert der reduzierten Geschwindigkeit 250 mm pro Sekunde sollte durch eine sichere Steuerung überwacht werden. Allerdings lässt ERN ISO 10218 Teil 1 auch noch die Möglichkeit zu, dass die Geschwindigkeit nicht sicher überwacht wird und dass die Personensicherheit alleine mittels des sicheren Zustimmschalters hergestellt wird. Aber denken Sie daran, dass es an eine Bedingung geknüpft. Nämlich weiter heißt es im Text, ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, muss die Risikobeurteilung ergeben, insbesondere im Zusammenhang mit den Anhalteregeln. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf der Website maschinenrichtlinie.de in dem Kapitel sicher reduzierte Geschwindigkeit oder nur reduzierte Geschwindigkeit, und zwar ganz konkret im Anhang 1 Nummer 1.2.5 zum Thema Betriebsarten Wahlschalter. In der Beschreibung unter dem Video haben wir für Sie die benutzten Quellen zusammengestellt.